Moin Moin erstmal, es geht wieder los, wir spielen wieder TMFL. Es geht wieder rund, zweites Rennen heute. Stadtkurs in Paris an der Champs-Élysées. Wunderbar fahren wir. Es ist ein bisschen eine offenere Strecke, ja. Wir sind nicht limitiert auf unsere Tracks, hab ich so das Gefühl. Ich möchte euch das zeigen. Start mal rein. So. Ja, das sieht doch auf den ersten Blick mal schön aus hier. Schön an der Champs-Élysées. Wunderbar. Der Eiffelturm ist da. Bisschen offener, das meinte ich da damit. Hier sind nicht so viele Banden und alles drum und dran. Ich bin gespannt. Das mit der Boxeneinfahrt hier sieht ein bisschen komisch aus. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt hier. Ah. Ja, ich glaube, da könnten wir unserem Namen alle Ehren machen mit Bonk und Honk, ne? Oder? Ja. Was meinst du? Wenn ich mir den Schilder so anschaue. Es sind keine Kurven, wo ich die Custom-Schilder bräuchte, die mir nicht angezeigt werden. Ja, das, ich sag mal so, nach ein paar Mal hast du ja dann rausgefunden, wo es lang geht, aber ja, das könnte ein spannendes Ding werden auf jeden Fall. So, das war das Intro zur zweiten Map von der TMFL. So, Freunde, da sehen wir die Map, Heidewitzka. Das sieht sehr offen aus, ne? So, erstmal ein Good Luck, Have Fun in den Chat. So, das ist vom Sound her in Ordnung, oder? Ja, oder? Ja. Oh. Dann schauen wir mal. Okay. Also ich glaube, das ist die Strecke, die wir im Trailer gesehen haben. Ja, natürlich. Klar. Das ist ja logisch, aber... So, erster Eindruck. Oh, wo geht's hin? Ja, genau der. Oh, da geht's nach rechts. Und da sehe ich sehr kritisches Bonk-Potential. Ja, vor allem sehr hohes Bonk-Potential. Oh mein Gott, was ist denn das? Ist das hier eine Schikane oder was? Oh, Guacamole, Alter, da werde ich safe hängen bleiben einmal. So, wo muss ich hin? Wo muss ich aber hin? Okay. Wo muss ich hin? Ah, da muss ich hin. Oh, okay. Also, Chat. Dann hauen wir mal die ersten Runden raus, würde ich sagen, oder? So stören die Namen nicht. So, let's go. Jetzt eine Sache. Ich war being qualifying. Not even joking. Wow, da kannst du nicht Vollgas durchfahren, also ich nicht. Das soll ich. Oh nein! Dran gebunden. Jetzt fehlen dir 1,2 Auftrill. Ja, gut. Der ist halt relativ gut. Okay. So, 9 Sekunden. Zack. Ja, Freunde. Jetzt geht's rein in das Quali. Beste Zeit war 44.865. Es geht los. Ich bin hyped. Qualifying. So. Starten wir direkt aus der Box. Und jetzt fett. Mit der Schikane komme ich noch nicht klar, ey. Geschafft. So, und los geht's. Fliegende Runde, ab geht's.
So, Chat, hypt euch! Und schon gebonkt. Oh Gott, das war die schlechteste Runde, die ich jemals fahren werde. Ich bin viel zu nervös. So, 46-0, ey, lecko mio. Heidewitzka. Jawohl. The game is on. Und jetzt geht's los. And we are on our way. Ich muss die erstmal ausschalten, die ersten Runden. Es tut mir leid. Ich muss erstmal gucken, wo wir da hinkommen. Speedrun zu Division 20 ist gestartet. Ja, echt so. Ja, nur 20 Positionen verloren in der ersten Runde, glaube ich. So, dann gucken wir mal. 93,4. Haben wir als Tank gehabt. Jetzt will ich, du bist wieder unser Boxenmännchen. Warte mal. 93,4. Warte mal, 93,4 minus 87,1. 6,3 Liter. Heißt, bei 7 Liter fahre ich noch eine Runde weiter. Nein! An der schnellen Kurve gebonkt. Und direkt 14. Shit. Es geht schon los, Chat. Es geht schon los. Ja. Ich spüre es auch schon. Aufholjagd starten wir jetzt.
So, 13. Jetzt haben wir doch schon mal ein paar geholt. So, den 12. schnabulieren wir gerade auch ein. Ja, den hat's aber wegkatapultiert, Chat. Habt ihr das gesehen? Nein, gegen den Baum. Ich raff's nicht. Wie kann ich denn da gegen den Baum fahren? Oh Mann. Und schon sind wir wieder 18 da. Das wird so gut. Aber er hat sich auch noch ein wenig verändert. Du bist sehr leise, Hedekat. So, Schikane war optimal. Das gibt's doch nicht schon wieder dagegen, gegen die schnelle Wand, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Schon wieder. Jede Runde fahre ich gegen diese Wand. Kann man denn so schlecht fahren wie ich? Sekunden schon Rückstand. Ja.
Da haben wir eben mal zwei Leute Stibitz. In der Kurve. So muss das laufen. Chat. Seit ich meinen großen Fehler gemacht habe, habe ich jetzt auch wieder 7 Leute bekommen. Wenn ich so weitermache, glaube ich gar nicht schlecht. So, ich arbeite mich hier peu à peu gerade vor. Da pitten schon welche. Das ist nicht wahr. Wie kann ich denn da gegen die Mauer fahren? Seit wann passiert das denn? Your fuel level is low. Willst nicht wissen, was ich gemacht habe, Freund? Ich glaube, ich habe deutlich mehr Fehler schon gemacht. Ich bin gerade ausgefahren nach Startziel und bin mit 400 km/h gegen die Wand gedonnert. Ja, Dito. Dreimal schon. Oh je. Ja. Und die Reifen werden jetzt richtig schlecht. Aber wenn die Reifen schlechter werden, lenkt es nicht mehr so gut, ey. Das ist heftig. Das ist heftig, der Unterschied. So, also der erste ist jetzt dann quasi dabei, mich zu überholen. Krass. So, eine Runde können wir noch draußen bleiben, Chat. Elfter. Ja, ich bin auch Elfter. Aber das liegt daran, dass die anderen geboxt haben. So, jetzt müssen wir rein in die Bude. Da hat sie ihn aber richtig weggejodelt gerade eben. Habt ihr das gesehen, Chat? Holy guacamole. So, jetzt nicht zu schnell reinfahren. So. Let's go. 12. Voll den Laden. So. 17. 18. 19. Oder? So, 18. sind wir rausgekommen. Nach dem ersten Stopp. Was jetzt mit mir ganz klar nicht ausgehen. Oh, da hat es einen richtig weggejodelt gerade eben. Weggejodelt. Der ist richtig weggepunkt. Go. Es war wieder viel zu knapp, als dass es sein müsste. Ich bin genau hinter dem Typen, der im momentanen Punkte-Ranking hinter mir ist. Okay. Nein. In der Hausschikane. Ich war 10. What? Hier habe ich 8 Plätze gerade gut gemacht.
So, Top 10 ist das Ziel, Boys. 42,8. Oh, da liegt einer auf dem Dach. Chat, gesehen? Lag einer fett auf dem Dach gerade. Ich sag mal nichts, weil ich will nicht Opfer von Karma werden. Let's go. Shit, angebombt wieder. Da hatten wir gerade den 10. Platz inne. Boah. Dann hätte es mich auf der gleichen Stelle aufs Dach gelegt, ey. Zehnter, warum auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand einen fetten Fehler gemacht. Oh, so wie ich gerade wieder. Ey, ich mach nur Fehler, Chat. Fahr doch mal konstant, Scotty, ey. Konstant. Kein Fehler mehr bis zum Boxenstopp. Das ist jetzt das Ziel. Ich mache jetzt keinen Fehler, bis ich den nächsten mache. Dann haben wir Platz 10 direkt vor uns. So muss das. Die ja, machen nämlich genauso viel. Was hast du rausgefunden? Das Häuser-Veto. Oh. Das ist blöd. Kein Problem, hat 40 Sekunden. Ich glaube, mit dem vor mir habe ich einen. Nein. Ach shit. Zwei Plätze verloren. Ich habe gewusst, dass ich irgendwann mal da an der letzten Schikane anbunke. Ach, dammit. Puh. 14 Sekunden hinter meiner schnellsten Gruppe. Da ist noch alles drin. Die machen da vorne genauso Fehler wie ich. Da haben wir doch schon einen, der Fehler gemacht hat. Zack. Dann schnabulieren wir uns doch mal eben. Und vorbei. Haben wir den. Ja, und den nächsten großen Fehler gemacht.
Der vierte fährt gerade an mir vorbei. So, Platz 11 haben wir uns wieder geholt. So, 9 Sekunden bis zum nächsten. Dann müssen wir aber mal richtig gut fahren jetzt hier. Hoffen wir mal auf einen Fehler davon. Oh, wir kommen ran. 8 Sekunden noch. Let's go, Chat. Das, ich kann mich darauf ausreden, dass meine Division schwerer ist. Am Ende des Tages zählt ja die Zeit. Die Gesamtzeit, die man gefahren ist. Die haben wir letztes Mal gar nicht verglichen. Ne, müssen wir eigentlich noch nachnehmen. So, da haben wir ihn doch. So, da sind wir doch wieder dran am 10. Platzierten. Zack. So, jetzt gemächlich holen wir uns den einen nach dem anderen. Oh, er fährt in die Box. Krass. So, dann haben wir auch mal einen überrundet. Dann war aber viel Speed aus der Kurve. Da muss ich sogar vom Gas gehen. Ey. So, die Reifen werden wieder schlechter. Das ist nicht wahr. Nee, ey. Bin der schlechteste TMFL-Fahrer ever. Nee, nee. Glaub mir. Ich habe so viele große Fehler gemacht, so viele kannst du gar nicht machen. Es wäre ein Wunder, wenn ich in die Top 10 fahre mit dem, was ich hier fabriziere. You're running out of fuel. Alter, die Reifen sind so schlecht, ey, wenn du 130% kommst, ey. Du kannst kaum noch lenken. Oder? Was sagst du dazu? Ich weiß gar nicht, wie weit ich mit meinen Reifen letztens runtergekommen bin. Ich finde das so brutal. Aber... Aber ich bin gefahren bis auf 3 Liter oder so. Ja, mache ich jetzt gerade auch. Also nicht ganz 3, aber. Unfassbar, wie ich da hängen bleiben kann.
Das ist jetzt echt eine wahnsinnig schlechte Performance. So. Mein Daumen tut mir ein bisschen weh. Deswegen nutze ich, obwohl Input digital ist, nutze ich die Trigger. So, 16. Da bin ich rausgekommen nach meinem Boxenstopp. Ja, die Bande geknutscht. Geil. Aber sobald ich mal länger nicht auf die Positionen schaue, überhole ich Leute. Ich müsste einfach nur fehlerfrei fahren. Ja. Nee, ist es nicht. Definitiv. Also fahrtechnisch könnte ich eigentlich schon in die Top 10 fahren, aber ich mache zu viele Fehler. Also ich muss in Runde 30 von 60 tanken. Das macht mich ein bisschen stutzig. So, 11 da wieder. 2,2 Liter noch. Oh, da liegt wieder einer auf dem Dach. Fahren macht es natürlich nicht besser. Das war knapp. Ich habe einen bitteren Verdacht, aber ich weiß nicht, ob sich der bestätigen wird. Dass man noch einmal mehr tanken muss. Nein. Dass hinter mir nur Leute sind, die DNF sind. Lol. Sehr schön. So. Sekunden.
Wenn ich Glück habe, werde ich dreimal überrundet. Und ich muss nur... nur noch zweimal in die Box. Ja, wenn ich so weitermache, muss ich gar nicht mehr in die Box. Der erste ist mit 4 Runden voraus, der zweite 3, der dritte 2. Zwischen den Top 3 auf meinem Server ist jeweils eine Runde. Krass. Das ist wild. Ach komm. War nicht nötig, da anzupumpen. So. Was, 35 Sekunden? Ist der nächste voraus? Was ist denn hier passiert? Bist du denn letzter, echt jetzt? Ich glaube, ich bin tatsächlich letzter, ja. Ja. Es sind 30 Leute am Server und ich bin 30. Okay, wow. Dann habe ich vielleicht doch nicht so viele Fehler gemacht wie du. Oh, da liegt wieder einer auf dem Dach. Ich sage, du unterschätzt das, was ich da angestellt habe. Es ist aber auch echt schwierig hier mit den Häuserecken. Dafür, dass ich noch gesagt habe, ich werde ganz gechillt fahren. Das. Hast du nicht? Ja, ich gefühlt schon, aber gefühlt habe ich trotzdem Fehler gemacht. So, ich bin 10. Er war im Pit. Haben wir gerade nochmal gefangen hier. Mir tauchen andauernd Leute auf, aber ich weiß nie, ob es die Leute sind, die ich jetzt gleich überhole, praktisch. Also, wo ich eine Position gut mache, aber meistens nicht. Das wäre bei mir nie anders. Mein Fehler war auch, dass ich versucht habe, zu viele Kurven einfach zu no-sliden. Okay. Ja, ich slide ich echt viel. Ich glaube, ich habe auf der ganzen Strecke 2 Kurven geslidet. Echt? Ich slide vielleicht in 2 Kurven nicht. Um ehrlich zu sein. Ja, daran sieht man auch die Pace. Oh! Der 9. hat einen Fehler gemacht. Wir sind dran. Aber es changen dann nur die Leute, die nicht mitgespielt haben, die Diff, oder? Ich komme jetzt dann nicht in deine. Ich habe keine Ahnung. Also die nicht mitspielen, haben ja minus 15 gekriegt auf jeden Fall. Wie meinst du minus 15?
Minus 15 Punkte, wenn du nicht fährst. Ah, wirklich? Okay. Ja. Your fuel level is low. So, wir kommen nicht mehr 30. Wir kommen wieder in die in den Bereich, wo ich kaum noch Reifen habe. Nein, an den Punkt. Wo ist der? Wer DNF oder war der wer in der Box? Wow. Alter, Chat, das war richtig knapp. Mit den 130. Das war richtig knapp. So. Ja, ich glaube, ich habe mich festgefahren, by the way. No way. Mach keinen Scheiß. Ja. Oh. Oh. Das schaut nicht schlecht aus. Jawohl, ich bin frei. Let's go. So, also wenn ich Glück habe, kann ich durchfahren. Er ist plus 3 Runden. Vor mir, glaube ich, fahren zwei, die relativ nah zu mir kommen könnten. Obwohl, ja, einer. Let's go. Und der andere ist 12 Sekunden weg. Ist machbar. Ohne Fehler ist das machbar. Ich bekomme gerade Positions einfach nur, weil andere DNF muss. Ich meine, ist ja nicht schlecht. Würde ich auch nehmen, eine Position, wenn er den. Natürlich. Wenn noch zwei Leute DNF, bin ich im vorderen Mittelfeld. Oh, das war knapp. So, immer noch Elfter. So. Dann haben wir doch mal ein bisschen was. Ein bisschen was gut gemacht.
Das war ein Fehler. Großer Fehler. Ah, shit. Da ist der zweite. Oh Gott, ich glaube, ich muss wegen einer Runde nochmal in die Box. Wegen 7 Litern, glaube ich. Oder du bongst noch ein paar Mal, dann geht es sich vielleicht aus mit dem Überbogen. Ja, aber dann verliere ich auch meine Plätze. Ach so. Kommt drauf an, wie weit der erste weg ist. Nein. Boah, beinahe geflippt. Holy Guacamole, ey. Bei uns ist jetzt Platz 1, 2 und 3, 7, 5 und 4 Laps. Du musst ja nicht so lange fahren. Das ist gut für deinen Boxenstopp auf jeden Fall. Sonst wäre ich nämlich morgen noch da, wenn ich volle Runden fahren muss. Und jetzt liege ich am Bach. Nicht dein Ernst. Ja. Das war kein guter Powerslide, den ich da gemacht habe. Oh, Heidi. Das ist nicht gut fürs Team. Bonk and Honk. Ja, das war kein Bonk and Honk, das war ein Flip and Not Honk. Schwierig. Zehnter. LOL. Nice. Warum auch immer. Du holst einfach Punkte für uns beide, oder? Ja, ich versuch's, aber. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Zehnter auf einmal bin. In 6 Sekunden weg ist der Neunte. Nein. Gebongt. 5 Sekunden. Neunter sogar, weil die im Pit waren. Ich überlege mir gerade auch neue Reifen zu holen. Ich habe noch 9 Runden. Das heißt 63 Liter minus 7 Runden. 7 mal 7 sind 49. Es fehlen mir 7 Liter zum Zuende fahren. Dann brauchst du wenigstens nicht viel tanken. Brauchst du nur kurz rein. Ich meine, klar, langsam fahren und so ist ein Time Loss, aber es ist jetzt nicht ein Full Boxenstopp. Ich glaube, ich mache tatsächlich den Boxenstopp. Ne, 3 Laps, plus 3 Laps. Aber er muss nochmal in die Box. Soll ich es jetzt riskieren oder was meinst du? Komm, ich hol mir nochmal frische Reifen. Nee, ich hol mir. Es geht nur um die Reifen. Ja, nee, ich hol mir frische Reifen jetzt und tank nochmal für 14 Liter auf 50.
schnell einen Boxenstopp nochmal gemacht. Seit ich jetzt am Dach gelandet bin, haben 4 andere Spieler auch noch DNF. Krass. So, ich bin 9., hab 10 Sekunden Rückstand auf den 8. und hab frische Reifen und Tank. Jetzt mal gucken, ob die Taktik aufgeht. Aha, da schreibt er, wer Autogif ab, hätten den Gift free as well. Schau, dass du ins Ziel fährst, wenn das buggy ist. Hey, komm mal in Stream und guck dir. Ja, mal. Guck dir das an und hilf mir als Boxenschuh. Ich habe praktisch noch 7 Runden, aber ich bin 3 Runden zurück. Ich komme, sobald sich mein Firefox dazu entscheidet, mich aufzunehmen zu können, ja. So. So, guck mal, ob meine Rechnung aufgeht. Ja. Nein, da war der 10. Oh, 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 er ist geflippt. Leicht. Okay, er ist angerammt auf jeden Fall. Ja, geht sich fix aus, oder? Ja, ich weiß nicht. 3 Laps minus? Oder muss ich zu Ende fahren? Nein, letztes Mal musste ich ja nicht zu Ende fahren, ne? So, das heißt 3... Du hast noch 3 Laps und... 89 Reifen, 42 Liter rum, soll es nicht rausgehen. Ja, ich weiß nicht, weil, keine Ahnung. Weil wenn ich alle Runden fahren müsste, wäre das scheiße. Nee, das geht sich fix aus. Selbst wenn du alle Runden fahren musst, geht sich's aus. Okay. Das heißt, jetzt den 9. verteidigen. Ja. Und darauf hoffen, dass vorne nochmal einer... Ach, Mann! Scheiße. Ja, das war meine Flugkurve. Das wird nochmal knapp da mit den Jungs. Ja, jetzt will ich. Man fährt praktisch nur so viele Runden wie der Erste praktisch. Wenn der Erste übers Ziel kommt, ist das Rennen vorbei. Ja, das ist so wie in der echten Formel 1, weil du musst rechnen, wenn in der echten Formel 1 wer überrundet wird und der Erste fährt ins Ziel, dann würden, und es würde zu Ende gefahren werden, dann würden ja noch andere Leute im Rennen fahren, während Autos auf der Strecke sind, die ihre Runden schon beendet haben. Und das wäre sicherheitstechnisch eine ziemliche Katastrophe. Nein! Toll, wir sind beide gebongt, der 10. und ich. Und jetzt kommt der 11. noch dazu. Und er hat uns. Scheiße. Okay, das wird jetzt spannendes Rennen. Ja, aber das ist jedenfalls ein Grund, warum die Formel 1 dann quasi für die anderen nicht volle Runden fahren. Ah, siehst du, das ist jetzt die letzte Runde. Shit! Komm, mach noch einen Fehler davon. Der macht einen Fehler. Einer von denen. Ne, die haben keinen Fehler gemacht. Shit! Damn it! 11. Ah, schade. Schade, schade, schade. Schade. Ah, hätte ich den Fehler in der vorletzten Runde nicht gemacht. Ja, aber besser als erwartet. Wahnsinnige Leistung. 45 Punkte. War nicht noch 10. Nee, der war ein bisschen vor mir. Moin, Stupskiesel. Bist gerade zum Ende des Rennens gekommen. Jetzt sind wir gerade durch. Schade. Handicat hat geflippt. Ja, ich bin 11. Ziel war Top 10, schade. 3 Runden Verschluss und das war. Ja, war aber. Rennen war okay. Ich habe viele Leichtsinnsfehler gemacht. Also, Top 10 wäre easy drin gewesen. Viel zu viele Fehler gemacht. Aber am Ende des Tages kann ich damit zufrieden sein. 9. hätte man werden können. Jetzt auch noch.
durch die letzte Runde den Fehler gemacht. Aber ja. Nee, war in Ordnung. Von meiner Seite aus. Es sind ihre Runden schon beendet haben und das wäre sicherheitstechnisch eine ziemliche Katastrophe. Nein! Toll, wir sind beide gebongt, der 10. und ich.